Cyrilla Kono. Freitagabend, Flutlicht, Kaiserslautern, 10.000 Zuschauer, ein Tor, eine Vorlage. Perfekter Abend für dich? Ich glaube nicht nur für mich, ich glaube für uns alle. Also in der ersten Halbzeit haben wir uns genau das, also haben wir genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, haben gut gearbeitet, gut gepresst und als Team gut gearbeitet. In der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, ein bisschen mehr Kampf, aber alles in allem perfekter Sieg. Niklas Heidemann, vor dem Spiel haben wir noch drüber gesprochen, auch wie viel Bock du drauf hattest. Jetzt erzählst du auch selber, dein Tor, ist es einfach geil gelaufen heute, oder? Ja klar, also heute hatten wir ein bisschen mehr Glück, oder hatte ich auch vor allem ein bisschen mehr Glück als in Jena. Diesmal ist er direkt reingegangen, super Vorarbeit, hat Spaß gemacht heute. Wenn man sich einen Spielverlauf hätte ausmalen dürfen, hätte es wahrscheinlich für dich ähnlich ausgesehen, oder? Genau, also besser hätte ich es mir auch nicht vorstellen können, haben wir super gemacht. Marcon, wir haben vor der Partie gesagt, wir sind mal wieder dran. Ich glaube, das habt ihr heute insgesamt eindrucksvoll dann auch unter Beweis gestellt, wie sehr ihr es wolltet, oder? Ja, ich glaube, sehr, sehr gut eingestellt. Auch das, was wir spielen wollten, haben wir gut umgesetzt. Wir waren viel unterwegs, hohe Laufbereitschaft. Und ja, glaube ich, gerade am Anfang haben wir eigentlich das 1-0 noch oft liegen lassen. Und bis Niklas Heidemann dann wirklich entschlossen dann zum Schuss da ansetzt und einen super Spielzug eigentlich reindrückt. Und von daher 2-0 noch gemacht und da waren wir richtig gut im Match drin. Oliver Schnitzer, 2-0 Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern, der geht auch so absolut in Ordnung, oder? Ja, ich denke, der geht so in Ordnung. Wir hatten die großen Chancen, wir hätten vielleicht am Ende noch das 3-0 machen können. Und ja, ich denke, das geht so in Ordnung. Du bist heute wieder in den Kasten gerückt. Max hatte sich verletzt. Wie groß war da die Freude bei dir auch, in so einer Partie dann wieder ran zu dürfen? Ja, ich denke, dass die Freude schon groß war, dass ich heute wieder spielen durfte. Und ja, klar, mit Max Verletzung, ich hoffe, dass es ihm schnell wieder besser geht. Aber ja, so ist es im Fußball. Und dann kann es schnell gehen und dann stand ich heute wieder in der Kiste. Wie hast du die Szenen bei den Toren gesehen? Das erste Mal, da legst du ja nochmal schön für Heide auf. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, es ist ganz lustig. Letzte Woche gegen Jena hat es ja nicht geklappt in der letzten Minute. Und da haben wir uns gedacht, holen wir es diese Woche nochmal. Und ich habe nur gesehen, da läuft einer mit gelben Schuhen, den spiele ich in Lauf. Und ein bisschen schießen kann er ja auch und dann macht er gut rein. Gute Wahrnehmung. Das zweite Ding dann eigentlich in der Phase, wo es offensiv vielleicht gar nicht mehr so gut lief. Wie war es dann in der Situation? Ich muss sagen, ich habe mich echt selber gewundert, dass da so eine Lücke ist. Also rechts neben mir war keiner. Wenn Kobi den Ball hat, weiß ich, dass er im Blind eigentlich spielt in den Lauf. Dass er nicht groß überlegen muss und dann passt der Ball perfekt. Und ich spitze ihn am Tor vorbei und 2-0 perfekt. Was war euer Erfolgsrezept heute? Was würdest du sagen, was war der Grund für den Sieg am Ende? Ja, wir sind super reingekommen in die Partie, haben hochgepresst, haben dem Gegner es wirklich schwer gemacht und früh getroffen. Und das Spiel lief einfach in unsere Richtung, haben wir uns durchgesetzt. Zum Ende des Jahres fehlt euch ein bisschen die defensive Stabilität, heute wieder die Null gehalten. Warum klappt das so gut? Ja, wir haben im Moment ein gutes Defensivverhalten, insbesondere das Fallenlassen bei Konter und sowas. Wir fangen viele Konter ab, das läuft richtig gut. War da Sandrino Braun dann heute auch einfach wieder ein Pfand in der Kette, der, wie ich finde, ein überragendes Spiel da abgeliefert hat? Ja, aber das ist so, wie sie alle drei da hinten spielen. Also das muss man sagen. Der eine bügelt den Fehler von dem anderen aus. Wir sind immer in den Zweikämpfen drin. Ja, und alle drei fand ich heute eine Top-Leistung da hinten gebracht. Nach 5 Spielen, wo es keinen Sieg gab, wie gut ist es jetzt für das eigene Selbstvertrauen, die 3 Punkte endlich wieder eingesackt zu haben? Ja, wie gesagt, das haben wir schon oft thematisiert, das hat ja seine Gründe, warum wir diese Serie hatten. Und wir haben die Akkus wieder aufgeladen, die Jungs haben ihr Vorbereitungsprogramm komplett durchgezogen und deswegen sieht es halt wieder so aus, dass wir dann auch in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Wie hast du dann dein Spiel gesehen? Erste Viertelstunde vielleicht noch 1-2 Wackler, dann aber immer besser reingefunden, oder? Ja, genau. Also am Anfang noch ein bisschen vielleicht auch dem geschuldet, ohne Ausreden jetzt suchen zu wollen, dass ich jetzt auch länger nicht gespielt habe in einem Pflichtspiel, dass der ein oder andere Ball, wie es eigentlich von mir gewohnt ist, ankommt. Das war am Anfang noch nicht so, auch zum Ende nochmal ein Querschläger. Aber das werden wir wieder besprechen und dann werde ich es auch wieder besser machen. Und die Null stand ja. Ja, genau. Das ist immer das Hauptziel am Ende, dass wir zu Null spielen. Das haben wir jetzt zweimal geschafft, was super ist und das wollen wir natürlich dann jetzt in Lotte weiterführen. Die 2-0-Führung dann auch wirklich eigentlich ohne größere Probleme und einfach clever wegverteidigt. Ja, das soll vielleicht eine unserer neuen Qualitäten sein, ne? Dass man einfach mal sagt, okay, führst 2-0 und bietest dem Gegner eigentlich wenig an. Und ich glaube, so haben wir das dann auch in der zweiten Halbzeit souverän durchgespielt. Dann geht's mit Eisen in die Kurve. Wie viele Überlegungen stecken da im Torjubel und was hat es damit auf sich? Ja, so die einzigen beiden Afrikaner hier im Team, der Eisen, der scherzt manchmal auch, dass er aus Afrika kommt. Und da haben wir uns einen speziellen Tanz überlegt aus Südafrika von der WM. Und wäre schön, wenn wir den öfter praktizieren können.